Die Kaiser sind da. Seit September steht das Landesmuseum Mainz ganz im Zeichen des sagenumwobenen Mittelalters. Die große Landesausstellung Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht, von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa, ist zweifellos eines der kulturellen Höhepunkte in diesem Jahr. Schon früh warf die Kaiserschau ihre Schatten voraus. Um für die zahlreichen Top-Exponate aus international renommierten Museen Platz zu schaffen, hat das Landesmuseum Mainz seine Dauerausstellung aus dem gewohnten Umfeld herausgenommen und in einem einzigen Raum neu inszeniert: das Schaudepot. In unserem Schaudepot haben wir einmal etwas ganz Neues ausprobiert. Im Zuge unserer großen Landesausstellung haben wir viele Teile unserer Dauerausstellung ausgeräumt und hier in dem Schaudepot sind alle Highlights wieder neu miteinander vereint. Die Exponate sind damit in einer ganz neuen Umgebung, aber auch in einem ganz neuen Dialog zu erleben. Und der Besucher erkennt viele Objekte wieder, aber dadurch, dass sie anders kombiniert sind, epochenübergreifend, treten sie in einen ganz anderen Dialog zueinander. Und es bietet dem Besucher viele Möglichkeiten, neu mit den Kunstwerken untereinander in Kontakt zu kommen. Das völlige Neuartige unseres Schaudepots ist, dass wir mit herkömmlichen Sehgewohnheiten brechen. Das heißt, Sie finden die Gemälde hier nicht in einer chronologischen Hängung, sondern, wie Sie sehen, zum Teil übereinander gehängt in mehreren Reihen. Dies entspricht der traditionellen Salonhängung, die viele Jahrhunderte üblich war. Das Schaudepot ermöglicht Ihnen nun, Gemälde über Epochengrenzen hinweg zu vergleichen und dadurch ganz andere Entwicklungen nachzuvollziehen, wie beispielsweise die Entwicklung der Landschaftsmalerei. Hinter mir sehen Sie den berühmten Zyklus des sogenannten Marienlebens, das vermutlich hier in Mainz in der Liebfrauenkirche entstanden ist. Das Marienleben wurde gemalt um 1500, also in der Zeit des Umbruchs, in dem Übergang vom Mittelalter zur Renaissance und zeigt im Hintergrund erste Darstellungen von Landschaft. Allerdings ist es keine reale Landschaft, sondern die Landschaft ist zusammengesetzt aus Formvorlagen aus den Niederlanden. Es ist also eine rein fiktive Landschaft. Es gibt in dem Zyklus zwei Tafeln, da finden Sie noch den Goldgrund als Hintergrund, eine altertümliche Art, die dann in der Renaissance nicht mehr üblich sein wird. Hier im Schaudepot können Sie diese Entwicklung, ja, den Beginn dieser Landschaftsmalerei, der Hintergründe vom Goldgrund bis hin zu realen Landschaften nun ganz neu nachvollziehen. Ein ganz besonderes Highlight ist der Turmbau zu Babel von Lukas von Falkenborg, gemalt in den Niederlanden um 1600. Und er malt das biblische Geschehen, bettet diesen Turm aber in eine einzigartige Weltlandschaft ein. Der Betrachter blickt von einem etwas erhöhten Standpunkt auf die Handlung. Und diese Weltlandschaft ist ganz klassisch in drei Ebenen eingeteilt. Der Hintergrund verblaut ganz zart, sodass es Falkenborg gelingt, eine wahnsinnige Perspektive und Tiefenwirkung zu erzielen. Dadurch, dass diese biblische Handlung in eine Weltlandschaft eingebettet ist, hat sie zugleich überregionale Bedeutung, also diese Szene hat Bedeutung für die ganze Welt. In diesen Jahren wird zugleich die Landschaft autonom zum alleinigen Bildgegenstand. Auch diese Entwicklung können Sie hier im Schaudepot nachvollziehen und möglich ist das natürlich alles durch die Weiterentwicklung der Ölmalerei, durch diese Feinmalerei, die Sie hier im ganz Besonderen sehen können, mit den Details der Kamele und Elefanten, die Falkenborg malt. Diese Entwicklung geht dann schrittweise weiter, bis Sie dann im 19. Jahrhundert realistische Landschaften finden oder fast fotorealistische Porträts, die Sie hier auch im Schaudepot alle vereint finden. Das Gemälde der Malerin Wohlgemuth ist ein sehr schönes Beispiel für die verschiedenen Provenienzen, die Sie hier im Schaudepot vereint finden. Provenienzen heißt, wo kommen denn die Gemälde eigentlich überhaupt her, die wir hier in der Gemäldegalerie präsentieren können? Und der Grundstock lieferte Napoleon mit seiner sogenannten napoleonischen Schenkung 1803. Aber Sie finden hier auch vereint Schenkungen und Stiftungen von Mainzer Bürgern. Sie finden hier Hausmadonnen oder Altäre aus Kirchen der Region.
Das Gemälde hinter mir ist ein Sonderfall. Dies ist eine Dauerleihgabe der Bundesrepublik Deutschland. Das Gemälde zählt zu den Restbeständen des Collecting Points in München und ging in den Besitz der Bundesrepublik Deutschland über. Ursprünglich wurde das Gemälde erworben für den Sonderauftrag Linz, also das geplante Führermuseum von Adolf Hitler, und ist nun seit wenigen Monaten hier bei uns als Dauerleihgabe neu in dem Schaudepot zu sehen. Wir stehen hier vor zwei Vitrinen aus dem Frühmittelalter, sind Grabbeigaben aus einem sogenannten Fürstengrab, was bei Planig bei Kreuznach gefunden worden ist. Und dieses Grab zeichnet sich vor allen Dingen durch seine Beigaben aus. Wir sehen hier einen wunderbaren byzantinischen Spangenhelm, wie sie sehr selten nur vorkommen und wie sie die Träger auch als ranghohe Militär oder sogar Fürsten auszeichnen. Und dieser Herr hatte sogar noch ein wunderbar verziertes Schwert dabei mit sogenannten Almandinen, die zur Gruppe der Granate gehören, die aus Indien oder Sri Lanka damals importiert worden sind. Und so ist dieses Grab alleine schon durch diese beiden Beigaben aus dem frühen 6. Jahrhundert als ganz besonderes Grab ausgezeichnet, weswegen wir es als Fürstengrab bezeichnen, der Fürst von Planig. Besuchen Sie das Schaudepot im Landesmuseum Mainz. Erleben Sie kulturelle Schätze in neuen Konstellationen, in ungewohnten Perspektiven und in epochübergreifenden Gegenüberstellungen. Sie finden Kunstwerke aus der Schatzkammer des Landesmuseums. Ein frischer Blick auf die Sammlung des Landesmuseums Mainz. Nicht nur die Innenräume des Landesmuseums sind einen Blick wert. Auch im idyllischen Innenhof des Landesmuseums findet sich etwas fürs Auge. Dort steht das Lapidarium, ein imposantes Regal, das die Direktion Landesarchäologie aufgestellt hat. Es ist gefüllt mit steinernen Zeugen längst vergangener Epochen. Auch Exponate aus der mittelalterlichen Stadtmauer sind dort vertreten. Also wir sind ja im Innenhof des Landesmuseums und hier steht ein großes Schwerlastregal, befüllt mit neuen Funden, die die Landesarchäologie in den letzten 7 Jahren ausgegraben hat. Das sind große Steine, wie man unschwer erkennen kann. Die sind wiederverwendet gewesen in der Stadtmauer, zum Teil in der mittelalterlichen Stadtmauer, zum Teil auch im spätrömischen Lager. Diese Funde hatten wir geborgen und dann müssen sie ja irgendwo hin. Und dann war der Gedanke natürlich ganz naheliegend, dass wir damit dieses leere Regal füllen und so neue Funde auch der Öffentlichkeit zeigen können. Es ist eine bunte Mischung von allem Möglichen, was man eben in der Spätantike oder auch im Mittelalter wiederverwendet hat, sodass wir eine Palette haben an Material, an dem man ganz verschiedene Themen darstellen kann. Gucken wir zuerst mal hier so ins Umfeld. Da können Sie sehen, dass wir Steine haben, die überhaupt keine Dekoration aufweisen. Und einer, der hier unten eingelegt worden ist, der zeigt ein Relief. Und das ist einer der besonderen Steine und auch ein Fund, der erst vor 2 Jahren von uns gemacht worden ist. Sie sehen hier ein Bildfeld eingerahmt von einem schönen Dekor, einem Kümmer und einem Gefäß. Einem Krater, so heißt das Gefäß. Es hat Henkel, die sind S-förmig. An der Seite aus einem Henkel wächst eine Schlange hervor. Das Gefäß endet hier, aber Sie sehen, es muss ein Block obendrauf noch folgen, weil der Henkel nicht abgeschlossen ist. Und nach unten muss es auch noch einen Block gegeben haben. Wir haben hier noch einen zweiten besonderen Stein. Das ist ein Gesimsblock, der jetzt allerdings verkehrt rum liegt, weil man das sonst an der Dekoration nicht erkennen könnte. Wenn wir ihn richtig rumgelegt hätten, was der alles bietet. Sie sehen hier so kleine Konsolen. Damit wird angedeutet, das sind die Unterstützer des Gebälks, was da oben drauf kommt. Und die Art der Dekoration ist sehr, sehr fein ausgearbeitet. Wir kommen damit in die Frühzeit des römischen Mainz zurück. Und auch dieser Stein ist in der Stadtmauer, diesmal aber in der Dieter-von-Isenburg-Straße, sekundär eingemauert gewesen. Auch dieses Beispiel zeigt, dass wir in Mainz Großbauten hatten
von denen wir leider erhalten an Architektur so gut wie nichts haben. Aber durch die Wiederverwendung in der Stadtmauer können wir für die Römerzeit dann auch da noch zusätzlich Erkenntnisse gewinnen, was es alles mal gegeben hat. Die mittelalterlichen Steinexponate stammen aus einer Zeit, in der die Region am Rhein im Zentrum der Macht lag. Es war der Aufstieg der Städte und der Bürger. Von besonderer Bedeutung waren damals die Bischofsstädte Speyer, Worms und Mainz, deren Aufstieg auch mit den blühenden jüdischen Gemeinden vor Ort zu tun hatte. Willkommen im Mittelalter, als die Region am Rhein für viele Herrscherdynastien das Zentrum der Macht war. Diese unglaubliche urbane Dynamik, die sich hier in dieser Region über einen Zeitraum von 150 Jahren besonders gut verfolgen, das ist eben sehr spannend, weil er viele Fragen aufwirft, die bis heute eine Rolle spielen. Das sehen Sie ja an dem Begriff Staatsbürger, also sowas wie bürgerliche Freiheitsrechte, die sind eben in den Städten entstanden und die sind vor allem in dieser Region beheimatet, vor allem in den drei bedeutenden Bischofsstädten Speyer, Mainz und Worms. Und das macht diese Thematik, wie ich finde, sehr spannend. Ein Beitrag zur großen Landesausstellung Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht. Von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa. Im Landesmuseum Mainz, hier am Rhein, wurde Geschichte geschrieben, die bis heute wirkt. Was hier sich in dieser Zeit abspielt, 11. bis 12. Jahrhundert, das ist quasi die Blaupause für das, was dann in allen deutschen Landen und darüber hinaus an Urbanität sich entwickelt. Es war der Aufstieg der Städte, aber es war auch der Aufstieg der Bürger, die Kaiser und die Säulen ihrer Macht. Das Entscheidende ist, dass die Städte selbstbewusster auftreten, jetzt auch eigenständig handeln als Rechtspartner, beispielsweise Worms 1074. Die erste Urkunde, die ein Herrscher überhaupt für eine Gemeinde nördlich der Alpen ausstellt, ist die Stadt Worms, weil die Wormser Bürger den Herrscher Heinrich IV. Militärisch und politisch so unterstützen, dass er als Dankeschön quasi eine Zollbefreiung erteilt. Damit treten die Bürger quasi als gleichberechtigte Partner im herrschaftlichen Netzwerk auf und gewinnen ein Eigengewicht, das dazu führt, dass die Herrscher gar nicht um die Städte herumkommen. Urbanisierung wird zum Megatrend des Mittelalters. Das heißt, die Städte entwickeln eigene Institutionen zu ihrer Regierung, sowas wie ein Stadtrat, Ratsgremien entstehen, ein bürgerliches Recht entsteht, das von den Herrschern auch massiv gefördert wird, ganz früh in Speyer 1111, dann auch durch den Erzbischof von Mainz hier in Mainz. Und diese urbanen Strukturen sind dann Vorbild für ganz viele Städte weit über die Region hinaus. Der Aufstieg der Städte wurde unterstützt von innovativen jüdischen Gemeinden. Die jüdischen Gemeinden sind ja traditionell nur dort angesiedelt, wo es städtisches Leben gibt. Also Juden sind Stadtbewohner und ihre wirtschaftliche Existenz, vor allem als Händler, beruht auf städtischem Leben. Und durch das Wachstum der Bevölkerung, durch das Wachstum der Wirtschaft, das Wachstum auch des Münzhandels, das können wir alles im 11. Jahrhundert beobachten, das ist eine Zeit des wirtschaftlichen Take-off, kann man sagen, also wirklich eine Zunahme auf allen Fronten, wächst die Bedeutung jüdischer Gemeinden als Vermittler, als überregional vernetzte Händler, die eben auch Urbanität garantieren. Jüdische Ansiedlungen waren der Motor der Stadtentwicklung. Der Speyerer Bischof zum Beispiel hat 1084 ganz gezielt Juden angesiedelt mit der Begründung, ich will aus meinem Kuhdorf eine Stadt machen. Was war eigentlich das Geschäftsmodell der jüdischen Gemeinden? Dann haben diese Städte, in denen sie sich angesiedelt haben, traditionell vom Handel gelebt. Also der Reichtum beruht auf Handelsverkehr. Und das war eben auch ihr Geschäftsmodell. Ja, der Fernhandel, gar nicht so sehr die Geldwirtschaft auch, aber auch noch der Fernhandel lange Zeit. Und da gab es hier günstige Voraussetzungen. Die Verkehrslage, die politische Machtstellung der Kaiser, die sie auch unterstützt haben, die gute Vernetzung überregional durch eben die Rheinschiene, das machte diese Region und ihre drei nahe beieinander liegenden Bischofsstädte eben so attraktiv, dass die jüdischen Gemeinden von hier aus dann quasi auch vorbildhaft ausstrahlen konnten auf andere. Die Bedeutung der Schummstädte Mainz, Worms und Speyer nimmt hier ihren Anfang. Mit Auswirkungen bis heute.
Das Entscheidende ist eben, dass die Gelehrten und die Rabbiner hier in diesen drei Gemeinden vorbildgebend wurden für jüdische Gemeinden. Das heißt, das, was sie entschieden haben für Speyer, Mainz und Worms, wurde quasi verbindlich für andere Gemeinden. Und das hat bis weit nach Osteuropa ausgestrahlt und spielt in der jüdischen Welt bis heute eine Rolle. Und das nimmt hier seinen Ausgang. In den Schummstädten entstanden viele Errungenschaften, wie etwa das Briefgeheimnis. Die Juden hatten, wenn sie so wollen, einen Vorsprung an innerer Gemeindeautonomie gegenüber den Christen. In dieser Zeit, nämlich Ende des 11. Jahrhunderts, gab es noch gar keinen Stadtrat. Es gab aber einen Judenrat. Die jüdische Gemeinde hatte das Recht, in ihren inneren Angelegenheiten rechtliche, religiöse, selbstständig zu bestimmen und auch quasi als Sondergemeinde ein eigenes Recht mit einem eigenen sogenannten Judenbischof, also das ist die christliche Sichtweise, ein Judenrat, also es gab eine Art innere Autonomie. Und damit hatten sie quasi einen Vorsprung, was die organisatorischen Rahmenbedingungen angeht. Dann hat sich unter dem Schutz dieser kaiserlichen Autorität und unter dem Eindruck dieses wirtschaftlichen Aufblühens eine geistige Gelehrsamkeit entwickelt, die ungeheuer groß war. Diese Aushandlungsprozesse führten zu innovativen Lösungen auf vielen Gebieten, die dann wiederum vorbildlich waren. Und dazu gehört auch sowas wie das Briefgeheimnis und viele Ideen, die dann auch ins Christliche hinüberwuchsen. Und da waren die Schummgemeinden dieser Region ungeheuer innovativ. Bis auf die Rollen der Frauen. Oder? Ja, absolut. Das ist auch sehr interessant. Die erste Frauensynagoge oder Frauenschule, die überhaupt belegt ist, ist in Worms und Speyer. Vorher gibt es das überhaupt nicht. Also das heißt, wir haben auch in der jüdischen Welt eine starke Wertschätzung von Frauen, eine Bedeutung von Frauen auch im Religiösen. Die Frauen werden wertgeschätzt, es werden ihnen diese monumentalen Bauten errichtet, die von hier aus sich dann als Baumodell in der jüdischen Welt ausbreiten. Das zeigt eben, dass wir hier sehr moderne, innovative Ideen haben, die aus heutiger Sicht in dieser Zeit absolut faszinierend sind. Mein Name ist Gerold Bönnen, ich bin der Leiter des Stadtarchivs in Worms und Lehrbeauftragter und Honorarprofessor an der Universität in Heidelberg und habe die Freude, an dieser Ausstellung als Leihgeber und in anderen Funktionen mitzuwirken. Ein monumentaler Bau, der in der Epoche des Mittelalters in der Rheinregion eine wichtige Rolle spielte, war das Kloster St. Alban. Es ist also kein Zufall, dass zahlreiche Mainzer Erzbischöfe sowie Fastrada, die vierte Ehefrau Karls des Großen, dort ihre letzte Ruhestätte fanden. Aus dem Kloster stammt eines der Highlights der Landesausstellung, die Kaiser und die Säulen ihrer Macht. Es handelt sich um einen Teil der Porta Aurea, der goldenen Pforte, einer Bronzetür aus St. Alban. Das ist eine römische Bronzetür, die etwa so 2000 Jahre alt ist, ist in Mainz gefunden worden und leider ist die zerstört worden. Man hat sie in mehrere Teile zerschlagen, um sie halt zu Geld zu machen. Das ist ein unrestauriertes Teil, so schaut es aus und anschließend, wenn es fertig ist, wird es dann halt so ausschauen. Also wir sind ganz glücklich, dass wir quasi diese Tür mit Hilfe der Wiesbadener Kollegin wiederentdecken konnten, weil diese Bronzetür, die wir hier sehen, ist etwas ganz Besonderes für die Stadt Mainz. Aufgrund der Verzierungen, die wunderbar noch erhalten sind, können wir die Tür in die Jahre 40 bis 70 nach Christus datieren. Ist also eine römische Tür aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Und wir wissen oder vermuten ziemlich genau, dass sie dann im karolingischen Bau von St. Alban wiederverwendet worden ist. Und das ist eben für uns etwas ganz Besonderes. Wir wissen es aus Quellen, dass unter Karl dem Großen bei karolingischen Bauten immer gerne Objekte aus antiken Zeiten wiederverwendet worden sind. Und so können wir das hier für Mainz eben auch festhalten. Und insofern ist es nicht nur für die römische Epoche ein bedeutendes Stück, sondern insbesondere auch für die karolingische Epoche sehr, sehr wichtig. Wir haben deswegen uns die Mühe gemacht in Vorbereitung der großen Landesausstellung diese Tür auch mit Absprachen der Wiesbadener Kollegen auf eigene Kosten restaurieren zu können, um sie dann im neuen Glanz dann auch in der Landesausstellung die Kaiser und die Säulen ihrer Macht auch wieder zeigen zu können.
Diese wunderbare Bronzetür befindet sich in der Stiftung, in den Sammlungen der Stiftung Stadtmuseum Wiesbaden. Und zwar gehört sie zu der sehr umfangreichen Sammlung Nassauischer Altertümer. Ursprünglich wurde sie entdeckt 1845 in Mainz und geborgen und gerettet sozusagen wurde sie von dem damaligen Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichte. Und zwar hatte der sich 1812 bereits in Wiesbaden gegründet, um eben unter anderem vor allem Archäologie, aber auch andere Altertumsrelikte zu retten, zu erforschen. Der Limes hat eine große Rolle gespielt, die Römerzeit, aber auch andere Bereiche der Vor- und Frühgeschichte. Und später hat sich das inhaltlich auch ausgeweitet. Es wurde das heutige Museum Wiesbaden gebaut, 1920 eingerichtet, zum ersten Mal als Museum, Landesmuseum der Nassauischen Sammlung Nassauischen Altertümer. Und es gibt in dem Museumsführer von 1924 einen Hinweis auf diese Bronzetür, dass sie auch auf einer Glasplatte montiert präsentiert wurde im Römersaal. Und wir gehen sehr stark von der Annahme aus, dass es sich hier auch immer noch um diese Glasplatte aus dieser Zeit, die Montage dieser Zeit handelt. Die eindrucksvolle Bronzetür ist nur eines der vielen einzigartigen Ausstellungsstücke, die das Mittelalter lebendig werden lassen. Die Besucherinnen und Besucher begeben sich auf eine faszinierende Reise in das Mittelalter der Kaiser, Könige und Fürsten. Was die Mittelalterliebhaber vor Ort erleben, das zeigt der folgende Schnellrundgang durch die umfangreiche Ausstellung. Wie kamen eigentlich Karl der Große oder Friedrich Barbarossa auf den Kaiserthron? Gab es auch schon im Mittelalter Netzwerke und Lobbyisten? Und warum spielte die Region am Rhein über viele Jahrhunderte eine zentrale Bedeutung bei den großen Herrscherdynastien? Fragestellungen, denen die Landesausstellung Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht im Landesmuseum Mainz nachgeht. Karl der Große etwa schuf die Idee des Kaisertums von Gottes Gnaden, legitimiert durch den Papst. Er war somit der erste westliche Kaiser seit der Antike, was er auch in vielen Bauwerken sichtbar werden ließ. Er manifestierte den Raum am Rhein als Machtzentrum für die Kaiser des Mittelalters und startete eine umfassende Bildungsreform. Sein Bemühen, das fränkische Großreich durch die Vereinheitlichung leichter regierbar zu machen, betraf neben Schrift, Sprache und Bildung auch das Währungssystem. Der hohe Stellenwert von Kultur und Kunst am Hof Karl des Großen drückte sich in zahlreichen, meisterhaft illustrierten Bilderhandschriften aus. Nach den Karolingern kamen die Ottonen an die Macht und damit gewannen die Bischöfe als Säulen der Macht an Bedeutung. Allen voran der Mainzer Erzbischof Williges, der Heinrich II. In Mainz zum König krönte. Unter Williges' Ägide als Erzkanzler des Reiches sowie als Stellvertreter des Papstes wurde die Mainzer Diözese zu einer der reichsten, der größten und mächtigsten des ganzen Reiches. Auch die Rollen der Frauen an der Seite der Kaiser änderte sich. Erstmals erleben wir Regentinnen. Die bekanntesten sicher Kaiserin Theophanu und Kaiserin Adelheid. Die Heiratsurkunde der Theophanu ist eines der Highlights in dieser Ausstellungssektion. Mit dem Aufblühen der Städte und ihrer finanziellen Kraft sorgten Bürger und Städte mehr und mehr für die Stabilisierung der kaiserlichen Herrschaft. Der Salierkaiser Heinrich IV. Etwa stellte 1074 der Stadt Worms als erster Gemeinde nördlich der Alpen das Stadtprivileg aus. Aber Heinrich IV. Kratzte auch an der Macht des Papstes und musste schließlich seinen Gang nach Canossa antreten. Im Mittelpunkt dieser Sektion steht das Adelheidkreuz, das vielfach auch als Ersatzinsignie des Gegenkönigs angesehen wird. Entmachtet wurde Heinrich IV. Am Ende von seinem eigenen Sohn, Heinrich V. Und die Fürsten wurden immer mächtiger. Im Hintergrund der Kaiserherrlichkeit spielten die jüdischen Gemeinden eine herausragende Rolle. In Speyer, Worms und Mainz entstanden im Mittelalter die einflussreichen, europaweit vernetzten jüdischen Schumm-Gemeinden, die bis heute als Wiege des aschkenasischen Judentums gelten.
Der Verbund beeinflusste die Architektur von Synagogen und Mikwen, prägte zutiefst Kultur, religiöse Strömungen und die Rechtsprechung der mittel- und osteuropäischen jüdischen Diaspora. Ende des 12. Jahrhunderts wurde mit den Staufern schließlich das Rittertum und höfische Kultur zum neuen Ideal. Ihre Protagonisten eine neue Krieger- und Verwaltungselite. Sie stützten die Macht des Kaisers. Die Idee des religiös und wirtschaftlich motivierten Kreuzzugs verband den Kaiser mit dieser neuen Säule seiner Macht. Als Schlüsselfigur dieser Zeit steht Friedrich Barbarossa im Mittelpunkt. Einer der vielen Höhepunkte in dieser Ausstellungssektion ist der Codex Manesse, die wohl kostbarste mittelalterliche Liederhandschrift. Das Finale mit dem zeitlichen und thematischen Abschluss der Ausstellung bildet die Goldene Bulle von 1356, die die politische Ordnung des Heiligen Römischen Reiches bis 1806 fixierte. Das Verfassungsdokument regelte detailreich, nach vielen Jahrhunderten der Streitigkeiten und Kriege um die Thronfolge, das Verfahren der deutschen Königswahl durch die sieben Kurfürsten und übertrug diesen gleichzeitig wichtige Reichsrechte. Mit den Kurfürsten erlangte eine der Säulen die Macht. Sie bestimmten den König und schufen damit die Grundlage, die Kaiserwürde zu erlangen. Dabei hatte der Erzbischof von Mainz als Kanzler für die deutschen Lande den höchsten Rang und durfte bei der Königswahl als letzter seine Stimme abgeben und hatte somit bei einer etwaigen Pattsituation die ausschlaggebende Stimme. Sichtbarer Höhepunkt sind hier neben dem Kurfürstenzyklus vor allem die Originale der Goldenen Bulle, allen voran das Mainzer Exemplar, das erstmals ausgestellt wird und erstmals seit über 200 Jahren überhaupt wieder in Mainz zu sehen ist. Die Goldene Bulle ist das wichtigste Verfassungsdokument des mittelalterlichen Reiches. Im Jahr 2013 wurde sie zum Weltdokumentenerbe erklärt.